Achtung, das folgende Video ist sehr weihnachtlich. Solltest du eine Weihnachtsallergie haben oder eine Christkindintoleranz, dann schalte jetzt lieber aus. Für alle anderen, Kalbsbäckchen schmecken nicht nur zu Weihnachten gut. Viel Spaß, euer Schnitti. Ho, ho, ho zusammen. Heute wird's weihnachtlich. Und zwar möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Weihnachten glänzen könnt. Kalbsbäckchen mit Glühweinjus, Kartoffelpüree à la Robuchon. Wer das noch nicht kennt, googelt's mal. Ja, ein bisschen Gemüse dabei und schon haben wir einen tollen Hauptgang für Weihnachten. Kalbsbäckchen in Glühweinsauce. Mit Kartoffelpüree à la Robuchon. Ich freue mich jetzt schon. Keine große Vorrede heute. Los geht's. Kalbsbäckchen sind sehr durchzogen, was super fürs Schmoren ist. Also Langzeitgaren ist hier angesagt. Das machen wir, indem wir die Kalbsbäckchen einfach nur mit Salz und Pfeffer würzen, einmal scharf in Butterschmalz anbraten, wieder rausnehmen, dann das Wurzelgemüse in den Bratensatz, Kalbsbäckchen raus, Wurzelgemüse rein und das Ganze auch ein bisschen anbraten lassen, ein bisschen Tomatenmark anbraten lassen. Dann löschen wir das Ganze mit Glühwein ab, setzen dann auf das Wurzelgemüse unsere Kalbsbäckchen wieder drauf, setzen auch noch einen Deckel drauf. Das Ganze wandert für 2 bis 3 Stunden in den Backofen bei 150 Grad. Dann sollten die Kalbsbäckchen schön zerfallen. Nehmen die Kalbsbäckchen wieder raus, fangen den Sud auf. Aber dazu später. Achtung, an dieser Stelle muss ich kurz unterbrechen. Ich habe nämlich etwas vergessen. Die Parüren haben ein Geschick. Sie machen den Bratensatz schön dick. Denn Soßen, Jus und Reduktionen freuen sich über Bratensatzpräsentationen. So kann man auch mit kleinen Sachen den Geschmacksknospen eine Freude machen. Auch sehr wichtig. Die Bäckchen sind seit 1,5 Stunden im Ofen, das heißt, wir können mit dem Kartoffelpüree anfangen. Kartoffelpüree à la Robuchon, der Herr, der hat insgesamt 30 Michelin-Sterne bekommen und bekannt war er unter anderem auch fast eigentlich nur, also es gibt noch eine Kaviar-Pastete, aber eigentlich war der Kartoffelpüree schon sein Signature-Dish. Wie hat er ihn gemacht? Normalerweise mehlig kochende Kartoffeln, so denken viele, mehlig kochende Kartoffeln sind ungefähr hier. Dann gibt es die festkochenden und dann gibt es Larat. Larat ist eine sehr festkochende Kartoffel. Die setzen wir jetzt mit ein bisschen Salz in kaltes Wasser, lassen die gut durchkochen, quetschen die dann, dann lassen wir die schön ausdämpfen und wiegen die und mindestens 1/4 der Kartoffelmasse muss kalte Butter sein. In kleinen Flöckchen kalte Butter rein, schnell umrühren. Wie ihr euch vorstellen könnt, macht die Butter den Kartoffelpüree wieder kalt. Also heiße Milch zum Schluss drauf. Genaueres Rezept steht unten, genau wie bei den Bäckchen. Das Rezept schreibe ich unten in der Beschreibung. Das machen wir jetzt einfach mal. Und ich muss euch sagen, diesen Kartoffelpüree habe ich schon oft probiert, bevor er mir gelungen ist. Also seid nicht böse, wenn ihr den versucht. Das ist beim ersten Mal nicht so hinhaut wie bei Robuchon mit dem schönen Muster. Wer sich das ersparen will, kann auch einen ganz normalen Kartoffelpüree machen. Also, ich zeige euch, wie es geht. So schwierig ist es nicht, aber geht. Thank you.
mal wieder viel zu viel gegessen. Ihr müsst mal Kalbsbäckchen machen. Das zarteste Fleisch, was ihr je finden werdet. Schön schmoren, langsam. Lange. Es ist wirklich wie Butter im Mund. Ja, der Kartoffelpüree, der ist unglaublich. Ihr braucht die Larat-Kartoffeln, die am besten im heißen Zustand pellen und dann direkt durch die Presse jagen, damit die schön ausdunsten. Im kalten Wasser mit Schale, damit nicht zu viel Wasser in die Kartoffel reinkommt. Und dann mit Butter, normalerweise gesalzene Butter. Wichtig ist, dass die Milch auch ganz schön heiß ist. Originalrezept von Robuchon schreibe ich unten rein. Das Gemüse habe ich einfach nur mit ein bisschen Butterschmalz in der Pfanne geschwenkt. Es war ein Traum. Es war wirklich mega lecker. Glühweinsoße, wow, yummy. Damit könnt ihr die Schwiegermutter beeindrucken. Jede Wette. Macht's nach, ich freue mich. Bis dann.